Hallo zusammen, salve a tutti. Wir haben den 1. November. Es ist 17:37 Uhr. DAX ist fertig bei 19.253. Und gestern hat er ja schon fast für die 19.000 gesehen. Dienstag ist Wahl. Also, ich gehe hier mit einer Mini-Position rein. Ein bisschen long, ein bisschen short, alles quer gemischt. Aber nichts Besonderes. Ich werde auch Montag nichts handeln. Dienstag, ich weiß nicht genau, wie viel Uhr das da als fertig gilt, wenn es überhaupt als fertig gilt. Was hat der DAX gemacht? Hier ist er vor uns. Er hat das erste Mal seit diesen Carry Trades damals in Japan das untere Band gesehen. Da sind wir durchgeknallt, aber er hat es gesehen. Auf dem Punkt genau. Ich mache es mal ein bisschen größer. Haben wir das gestern gesehen? Tiefskurs war so irgendwas um die 19.003, glaube ich. Perfekt aufgesetzt. Einmal komplett die Range runtergemacht. Das heißt, in wenigen Tagen von 19.650 auf 19.000 verloren. Das ist eine Bewegung, da darf man sich nicht beschweren. Diese Unterstützung, die ich darüber hinaus noch habe, ist diese hier. Ja, die kommt hier vom 8.10. Da sind wir im Bereich bei 18.900, also noch mal 100 Punkte tiefer, als wir gestern im Tiefskurs waren. Die Tatsache, dass wir das untere Band gesehen haben, finde ich sehr gut. Vor allen Dingen wirklich punktgenau getroffen. Und das benutzen wir dann heute, hier am Freitag, als Sprungbrett. Mit wenig Volumen, also weniger als sonst. Mal schön 260 Punkte hoch vom Tief gestern. Plus momentan 1,08%. Soweit in Ordnung. Dieses Momentum, was man vor allen Dingen also auch über die 4-Stunden-Ebene sieht, die zeige ich mal ganz kurz. Die 4-Stunden-Stochastik hat einen reingelassen hier im Verlauf dieser Kerze über diesen Punkt hier bei 19.104. Konnte man was mitnehmen. Dass wir jetzt den 20er gleitenden Durchschnitt im 4-Stunden-Chart sehen, nehme ich zur Kenntnis. Aber ich schaue hier mehr auf die Bänder, nicht so sehr auf den 20er gleitenden Durchschnitt. Aber der hat noch Momentum drin, so möchte ich das sagen. Und das kann ihn locker wieder bis zur 20-Tage-Linie von unten bringen. 19.376. Ich glaube nicht, dass in den nächsten, sagen wir mal, 3 Handelstagen bis Mittwoch einschließlich technische Indikatoren hier irgendwie nennenswert weiterhelfen. Deswegen halte ich mich also auch nach wie vor zurück. Denn das kann so oder so eine Überraschung werden. Also ich warte da mal eher ein bisschen ab und lieber feige als tot, sagen wir es mal so. Aber das Momentum hat er, der kann also locker die 19.372 sehen. Die wird zur Seite gehen, die 20-Tage-Linie sich nicht nennenswert verändert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir in der nächsten Woche, egal wie die Wahl ausgeht, nochmal hier zu 19.700 gehen. Aber sag niemals nie, es ist absolut alles möglich. Wenn man 5 Leute fragt, wer die Wahl gewinnt, bekommt man 6 Meinungen. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber wir haben von der Technik her eine kleine Stabilisierung, nachdem wir hier über den Tag hinaus deutlich korrigiert haben, auch in der Technik. Und die Stochastik gilt bereits als tief, noch ohne Kaufsignal. Also ich werte das nicht als Kaufsignal. Das sind also für mich die wichtigsten Punkte. Von unten die 18.900, dann hier das untere Band bzw. das Low von gestern. Die Bänder gehen ja noch ein bisschen weiter zusammen. 18.900. Das ist, Entschuldigung, 19.000 glatt. Das ist eine Unterstützung und Widerstand 20-Tage-Linie und das All-Time-High bzw. das obere Band. Was wir jetzt davon zuerst ausfüllen, ich denke wenigstens, wir sehen die 20-Tage-Linie nochmal wieder und da muss man genau schauen. Wie gesagt, ich halte mich da zurück. Ich habe mich jetzt die letzten 2 Wochen ziemlich zurückgehalten. Ich halte mich da jetzt auch zurück. Da kann ich jetzt noch bis Mittwoch warten. Nicht zu sehr in übertriebenen Aktionismus verfallen. Von den Scheinen her, es sind genau die gleichen wie letzte Woche, die ich da ausgesucht habe. Und die Hebel haben sich nur marginal verändert in der Nachkommastelle. Ich finde, mit denen kann man ganz gut umgehen. Der hier war gestern ein bisschen näher dran, ja, bei der 19.000 im DAX. Ja, da war der Hebel also auch schon deutlich höher. Aber ich finde, die Auswahl derer finde ich schlicht in Ordnung. Also es soll ja eine Suchhilfe für euch sein, dass ihr dann da nicht noch nennenswert weiter rumgucken müsst. Es kommen auch nächste Woche wieder sehr viele Zahlen, Unternehmensberichte in Deutschland, in Europa. Da ist eine ganze Menge da. Also auf jeden Fall, bevor ihr irgendeinen Trade macht, mal gucken, ob da nicht irgendwas bevorsteht. Gut, viel mehr habe ich jetzt hier momentan nicht zu sagen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye-bye.
Bye-bye.